Was war das? Haben uns seine Geräte. Das wird nichts. Da ist die Verwahrstelle. Wir müssen an der ganzen Armee vorbei, um an die Geräte. Was ist das? Ausweichen. So. Oh, da ist da einer abgehauen. Hier scheint aber noch einer zu sein, glaube ich. Ach, da oben! Huch, was ist das? Scheiße, her damit. Ich meine, Dankeschön. Hey, du sollst... Hier hoch. So, das Ding hilft uns. Salze lasse ich erstmal. So, und der da oben nervt. Aufnehmen. Du bist ein Hier, vielen Dank. Und die kontrollieren. Anscheinend nicht. Die ziehen aber ab. So, ich würde sagen, ich bringe mich ein bisschen gerade in Sicherheit. Öffne ihn. Und den erledige ich auch schnell. Bitte konzentrieren gerade. Salze, nehm ich immer. Vielen Dank! So, ich muss erstmal die ganzen Soldaten hier erledigen, bevor ich die Dinger da drauf gehe, weil ich noch keine Ahnung habe, wie ich das machen soll. Die Maschinen helfen wenigstens ein bisschen. Au! Au! Die ziehen ganz schön ab. Ja, schon mal hier runter. Okay, jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen, glaube ich. Moskito kann ich nicht wiederholen, oder? Macht euch bereit! Lass das! War das der letzte Soldat hier? Nein. Na komm. Da fliegt die Leiche aber. Also noch mehr. So. Das Ding hier ist kaputt, oder? Ja. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Los! Halt! Was hier hin? Hey, das ist zum Reinhören. Ich will erst machen, wenn
hier keine Gegner mehr sind. So. Ich bin überlacht, warum? Nee. Oh. Doch, der auch. Oh, kann den anscheinend nicht erwischen. Lass mal mit runterspringen. Aber ganz unten fehlen. Der Muskrieg doch schon wieder tot. Ganz ehrlich, ich nehme das jetzt mal ganz kurz mit. Man kann es ja im Notfall nochmal abspielen, aber falls ich es vergesse. Tja, Fitzroy. Gerissen sind sie. Das muss man ihnen lassen. Ich habe hier oben ein paar Bärenfallen entlang der Skylines aufgestellt. Wollte einen von ihren Kurieren bluten lassen, bis er sie verpfeift. Aber sie nehmen jetzt natürlich Kinder als Kuriere. Jetzt ist da dieser Indianer-Knirps und sieht mich mit großen Augen an. Muss den Mann beinahe nehmen. Das verdammte Ding liegt ja einfach zwischen uns rum. Wenn er wenigstens heulen würde, oder? Irgendwas. So. Auch erledigt. Aber den Moskito hier wieder. In Ordnung. Der schließlich rumfliegen kann. War's das? Ich glaube, das war's. So, wir fischen einmal hier ran vorbei. Jetzt nur nicht so schnell. Halt, ich will das durchsuchen. Hallo. Zwar. Gut, ich glaube, wir haben hier alles erforscht. Ich hole mal das hier wieder. In Ordnung. Einfach so. So, Schloss knacken. Schloss knacken. Das wird nicht lange dauern. Bitte schön. Ach, schon wieder Bereich verlassen? Das geht aber schnell. War da unten nicht noch Salze? Ach komm, im Grunde haben wir genug. Ich gehe einfach weiter. So, Bereich verlassen? Ja. Ladebildschirm. So. Dieser Abschnitt wäre auch geschafft. War jetzt eigentlich gar nicht so schwer. Und mit diesen riesen Raketen habe ich es mir schwerer vorgestellt. Okay, ich bleibe mal am Anfang noch bei der Schrotflinte gerade. Ja, ich bleibe bei der Schrotflinte. Ist hier etwa keiner? Speichert. Ich gucke mich sowieso erstmal um. Oh. Na, das gucken wir auch gleich an. Erstmal Lockpick, Tisch durchsuchen. Jede Menge Waffen. Jede Menge Schränke, die ich nicht durchsuchen kann. Und danach gucken wir da einmal rein. Jetzt, da komme ich anscheinend nicht rein. Da ist dort eine Tür und ist auch eine Tür.
Nee. Das heißt, einfach hier lang. Jetzt! Okay! Hey, wer ist da? Das ist ernst! Ja, ja, supi! Philipp, ich schick einmal die Raben hoch. Ah, das war dumm, sehr dumm. Oh, das hat gerade wieder nicht geschickt. Danke. Perfekt gezeigt. Das können wir doch haben. Denn der Tod hat keinen Stachel. Zum Ruhme Columbias! Warum sonst würdest du dich? So. Ich war jetzt eben ruhig, weil ich mich konzentrieren musste. Hallo, achso, habe ich schon durchsucht. Es gibt wieder 30 Wege und ich muss mich räuspern, wie man schon gehört hat eben. Salze brauche ich. Einen Moment. So. So. Anscheinend muss ich die Treppen runter, was ich natürlich nicht sofort will. Erstmal gehe ich hier kurz rein. Ein Safe, der bereits geöffnet ist. Draußen ist es gerade sehr laut. Ich hoffe, das hört man nicht. Also bei mir draußen in Real Life. Okay, da ist auch nichts. Hier ist noch ein Riss. Los. Schon dabei. Ach, da kriege ich das her. Das hätte ich mir eben auch nehmen sollen. Muss ich die Treppen hoch auch? Oder nur runter? Hm. Nur runter. Da gehe ich erstmal hoch. Oh. Gott! Macht ihn kalt! Warum sind die nicht runtergekommen? Schaltet ihn aus! So, einfach mit der Schrotflinte draufschießen. Bevor ich mich hier komplett umgucke, muss ich erstmal alle Feinde erledigen. Okay, ich glaube, das waren alle. 3 Stück. Die ziehen nämlich einmal mit. So, dann gucken wir erstmal hier drin. 5 Lockpicks, die habe ich gerade noch so. Okay. Aber nur gerade noch so. Dankeschön. Erledigt. So, wir nehmen das einmal mit und wir gehen weiter auf Leben, wie gesagt. Dann neue Ausrüstung. Erhöht an Skylines die Präzision von Waffe, finde ich eigentlich sehr gut. Das ist mit Munition fallen lassen. Ich nehme es mit, ich rüste es aber noch nicht aus. Ich hoffe, das kann man später alles ändern. Jetzt gerade würde ich es ungern machen. Ich sollte eigentlich die hier wieder mitnehmen, oder? Ich nehme erstmal jetzt wieder die hier. Ein bisschen Abwechslung muss ja auch mal sein. Halt, habe ich das schon durchsucht? Jetzt habe ich es durchsucht. Salze, nehme ich mit. Brauche ich ja. So, Tisch. Aha. Okay, sehr interessant. Jetzt gucken wir mal hier. Eine Kiste. Ist diese Kiste für den Schlüssel, den wir gefunden haben? Ja, ist es. Oh mein Gott, wir haben die Kiste für den Schlüssel gefunden. Die war aber weit weg. So, und damit ist Leben komplett voll. Voller geht's nicht. Und wir hören hier eben rein. Es gibt den Job und es gibt das Leben. Ich werde dafür bezahlt, dass ich die gottverdammten Vox hasse. Und ich nehme das Geld. Aber was schadet's mit Fitzroys Leuten einen zu heben? Ich muss aber einen zu viel erwischt haben. Ich habe nämlich den Schlüssel für die Beweismittelverwahrung an den Barkeeper verloren. Wenn das rauskommt.
Da hätten wir, glaube ich, gerade erfahren, wo wir den Schlüssel herbekommen hätten. Aber, den haben wir schon gefunden. So, wir sind bei den Umkleidekabinen anscheinend. Hier ist bestimmt noch irgendwo ein Gegner. So, hier ist jedenfalls noch eine Tasche. Was machst du da schon wieder? Ist in der Dusche noch einer? Nee, aber es ist sehr dunkel hier. Diese Atmosphäre erinnert mich schon eher an den ersten zwei Teilen von Bioshock. Da, ein Lockpick. Den könnten wir mal brauchen. Oh, den hätte ich jetzt übersehen. Vielen Dank. Damit haben wir wieder 17. Wie geht ihr eigentlich? So, hier oben sind wir fertig. Ich nehme trotzdem mal kurz wieder die Schrotflinte. Leben haben wir, glaube ich, voll. So, es gibt zwei Treppen runter, aber ich glaube, die führen beide in denselben Weg. Deswegen ist ja egal, wo ich runtergehe. Ja, da drüben führt die wieder hoch. So. So, was haben wir denn hier? Da sind sie, die Geräte. Jetzt müssen wir sie zur Vox schaffen. Dann kriegen wir unser Luftschiff. Dafür muss erstmal das Schloss geknackt werden. Kein Problem. So. Vielen Dank. Wem hilft es wirklich, wenn wir der Vox Populi Waffen besorgen? Es wird uns helfen. Daisy kann all das ändern, oder? Die Lage der Menschen hier verbessern. Klar. Die ganzen Fässer noch durchsuchen, das dürfen wir nicht vergessen. Wer weiß, was da so drin ist. Kommen hier noch Gegner? Bin vorbereitet. Halbwegs jedenfalls. Ja, ich glaube, hier kommt nichts mehr. Oh. Hey, ein Lockpick. Und Kakerlaken. Liebe, liebe Kakerlaken. Okay. Ich tue aber sein. Wir können das unmöglich alles zur Werkstatt schleppen. Mist, das haben wir natürlich nicht bedacht. So, hier ist anscheinend Abstellraum oder so. Und ein bisschen Geld gibt es auch noch wieder dazu. Wir haben jetzt ein bisschen was gesammelt. Also, so langsam können wir wieder was ausgeben. Gut. Und wie wollen wir die ganzen... Oh. Was ist das? Es sieht aus wie ein Riss. Zu einer anderen Version dieses Raums, ohne Geräte drin. Tja, wenn die Geräte nicht dort sind... Dann müssen sie in der Werkstatt sein. In der Werkstatt. Burka, wenn wir diesen Riss betreten, ich glaube, dann gibt es kein Zurück. Willst du das wirklich tun? Öffne den Riss. Wir haben alles erkundet. Hier ist sonst nichts mehr. Ich glaube, wir haben auch nichts übersehen. Wir haben kein... Mussten kein Codebuch mehr suchen oder so? Nein? Okay, dann würde ich sagen, gehen wir da durch. Tja, das hat irgendwas bewirkt. Okay, wieder ein Los, anderes Columbia. Gehen wir wieder zu diesem Schmied und bringen es zu Ende. Ich möchte schnellstmöglich auf dieses Luftschiff und weg von hier. Burka, wenn die Vox ihre Waffen hat, gibt es eine Revolution wie in Les Miserables. Dann haben die Menschen ein besseres Leben. Ja. So, mal sehen, was sich jetzt verändert hat. Hier lebt ganz schön was. Aber nicht da, oder? Oder habe ich es übersehen? Habt ihr einmal einen Wald zu Beginn eines Waldbrands gesehen? Kurz vor den ersten Flammen sieht man die Beutelratten und die Eichhörnchen durch die Bäume fegen. Sie wissen, was kommt. Aber die fetten Bären mit ihren Bäuchen voller Honig, tja, die kriegt man kaum dazu, aus ihrem behaglichen Winterschlaf aufzuwachen. Wir gehen nach Emporia.
Mal sehen, was nötig ist, um sie aus ihrem Schlummer zu reißen. Das sind die erledigten Soldaten von eben. Ich erlöse sie von ihrem Schmerz und wir nicht drin. Haben wir diesen Raum vergessen? Dann hören wir hier auch nochmal rein. Abends haben sie sich oft heftig gestritten, Lady Comstock und der Prophet. Ich konnte aber von meiner Schlafnische aus nie verstehen, worum es ging. Nach dem schlimmsten Krach ist sie nicht zum Morgengebet gegangen. Da habe ich mich zu ihr raufgeschlichen, um nach ihr zu sehen. Und wie eine Närrin blieb ich zu lange. Als ich im Comstock-Haus anfing, rief man mich Küchenmagd. Als ich von dort flüchtete, rief man mich Mörderin. Ja. Hey, da liegt ja doch was drin. Ah, ich krieg die letzte Münze nicht. Ach, egal. Ist nur eine Münze. Und weiter geht's.